Christian Merwedt, Einsatzleiter von der Feuerwehr Hart. Was könnt ihr uns zu dem Einsatz beim Tiefgaragenbrand sagen? Ja, wir wurden um kurz vor 5 Uhr in die Hafenstraße in Hart gerufen zu einem vermeintlichen Tiefgaragenbrand. Als wir bei der Einsatzstelle eingetroffen sind, stellten wir fest, dass das Stiegenhaus stark verraucht war. Mussten die Personen in den oberen Geschossen mittels Drehleiter und Steckleiter bergen, haben dann anschließend durch das Einfahrtstor die Erkundung vorgenommen und sind zwischenzeitlich mit der Brandbekämpfung von vermutlich 1 bis 2 Pkw beschäftigt. Sind irgendwelche Personen zu Schaden gekommen? Nach aktuellem Wissensstand gibt es keine Personenschaden. Welche Feuerwehren waren denn hier im Einsatz? Es waren die Feuerwehren Hart, Regensrieden und die Feuerwehr Höchst im Einsatz mit ca. 11 Fahrzeugen und 80 Mann. Gab es irgendwelche Komplikationen bei der Brandbekämpfung? Mal abgesehen von den schwierigen Sichtverhältnissen gab es keine weiteren Komplikationen bei der Brandbekämpfung. Zur Brandursache, kann man da bereits irgendwas sagen? Die Brandursache lässt sich aktuell noch nicht feststellen.